Nächster Punkt. Grundziele der technischen Analyse. Es passt zum Konzept. Woher kommt die Preisbewegung? Es ist erstmal wichtig, was wir mit der technischen Analyse anfangen können, um eben dann auch mit dem Rainbow sozusagen ein Stück weiter arbeiten zu können. Ich will Sie eben da ein Stück weit an das Thema auch ranführen. Es ist eben so, dass wir mit der technischen Analyse als solches hier die Möglichkeit haben, Trendbewegungen einzufangen, zu sehen und eben hier insbesondere den gegenwärtigen Trend festzustellen. Darum geht es. Das ist auch das, was den Rainbow auszeichnet, wie Sie dann sehen werden. Man kann relativ simpel feststellen, wie steht es um den aktuellen Trend. Ist er aufwärts, also long, oder abwärts, short, oder sind wir in einer Phase der Unsicherheit? Und da sollte man natürlich, wenn man trendfolgend agiert, sich lieber aus dem Markt fernhalten. Und das ist eben eine Geschichte. Das können wir mit der technischen Analyse hervorragend visualisieren. Überdies geht es hier darum, das Erkennen von Trendveränderungen im Chart sinnbildlich darzustellen. Also, ja, wann ist ein Preis satt von der Aufwärtsbewegung oder wann bildet sich ein Boden? Ja, das können wir mit dem Chart sehr schön identifizieren. Und darum geht es, dass wir einen Mehrwert aus der technischen Analyse aus dem Chart ziehen und natürlich dann noch die Fähigkeit haben, eine Prognose zukünftiger Trends abzugeben. Ja, das ist natürlich was, was keine andere Analyseform hergibt. Also die Fundamentalanalyse gibt schlecht irgendwelche Preiszielmarken aus. Natürlich kann man gewisse vergangenheitsbezogene Werte auch in die Zukunft transportieren, aber Dividendenrenditen von 2018 lassen sich wohl schwer oder 2017 schwer ermitteln. Und das ist eben das, was uns die technische Analyse durchaus an die Hand gibt. Mit verschiedenen Tools können wir zukünftige Prognosen abwägen, wohin denn hier die Trendreise geht. Also was sind die Kursziele, wo sind Widerstände, Unterstützung. Das sind ein paar faktische Sachen, die man nicht von der Hand weisen darf und da hilft uns eben die technische Analyse enorm. Bleiben wir jetzt mal bei den Trends. Grundziele der technischen Analyse und jetzt gehen wir eben in die Trendrichtung zu dem Rainbow Trading. Da gibt es eben jetzt, ich zeige Ihnen einfach mal ein Beispiel-Chart. Ja, das ist jetzt hier mal ein Linienchart, großes Big Picture. Der Basiswert ist völlig egal, die Zeitachse ist auch völlig egal. Sie sehen hier einen wilden Preisverlauf, also links unten kommt nach rechts oben. Und das machen wir jetzt mal ein Stück weit in Trendklassifizierungen. Und da sehen Sie, ich schiebe den Chart mal von unten nach oben rein, dass man hier mit der grünen Linie am Chartverlauf praktisch sieht, dass der Markt eine Abwärtsbewegung hier initiiert. Das heißt also, man sieht, der Markt lässt sich hier mit so einer simplen Trendlinie relativ gut einfangen. Okay, und wir sind hier per se in einem Abwärtstrend. Der Witz ist, man kann auch ein paar andere Trendlinien einzeichnen. Da hat man gesehen, dass im Vorfeld hier auch schon ein mittelfristiger Aufwärtstrend herrschte und nach dem Abwärtstrend hier ein mittelfristiger, wieder Aufwärtstrend. Also Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Aufwärtstrend, mittelfristiger Natur. Das Ganze hier auch noch kurzfristig symbolisiert. Sie sehen, da kann man auch noch viel, viel mehr noch draus machen. Das eben auch nur mit Trendlinien. Ja, inwiefern Trendlinien da mit Vorsicht zu genießen sind, das hatten wir auch heute Morgen schon besprochen. Geht auch um die logarithmische und lineare Charteinstellung. Aber Trendlinien, wenn man sie nicht zu genau nimmt, ja, also genau die Unter- und Oberpunkte anlegt, sondern einfach nur den groben Tendenzinhalt haben will, dann wird wirklich klar, dass hier man tatsächlich sehr gut auch die Trends visualisieren kann. Und per se kurz-, mittelfristig, was fehlt? Ein langfristiger Trend, das ist natürlich nahezu allen Aktien geschuldet, es sei denn, man hat hier Werte, die, sage ich jetzt mal, substanziell eher in einer kritischen Phase stehen. Aber schauen Sie sich viele US-Werte seit den 80er Jahren an oder generell Aktien in ihrer Symbolik der dynamischen Preise sind natürlich fast schon dazu verdammt, eine ansteigende Performance zu erreichen. Und darum sind ja auch Aktien mittel- bis langfristig die beste Anlageform, da es eben hier um langfristige Aufwärtstrend geht, denn im Sinne des langfristigen Weltwirtschaftswachstums der weiteren Population und dergleichen ist es eben so beseelt, dass die Märkte ergo wohl weiter steigen müssten. Kommen wir jetzt, wenn wir bei den Trends sind, natürlich hier zur Frage, wie definieren wir die? Wir haben jetzt schon mal ein Stück weit Beispiele gesehen, wie jetzt mit den Trendlinien, aber auch gehört mit dem Rainbow, mit den gleitenden Durchschnitten. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal hier die Folie, die hier da eben sich so darstellt, dass wir mal drei Punkte definiert haben, wie Sie die Trends definieren können. Ja, durch klassische Charttechnik, wie vorhin schon gesehen, Trendlinien anlegen, Widerstände, Unterstützung definieren, ganz einfache Geschichte. Dann lässt sich die Dow-Theorie oder auch Markttechnik genannt, schönen Gruß an Micha an dieser Stelle, hier natürlich ganz leicht einfangen, höhere Hochs, höhere Tiefs, das erlaubt null Interpretationsspielraum, also haben wir einen neuen Bewegungshochpunkt gekoppelt mit einem neuen höheren Tiefpunkt und das eben fortlaufend, dann haben wir hier per se einen Aufwärtstrend, das lässt sich nicht bestreiten und ist eben auch so charttechnisch sehr schön einfangbar. Die Indikatoren zur Trendbestimmung sind hier eben zum Beispiel speziell gleitende Durchschnitte.